Zeit für ein Abenteuer. Ein kleines, großes Abenteuer. Ja, ich spiele wieder Little Big Adventure. Und jetzt werden sich vielleicht der ein oder andere fragen, wieder? Du hast doch auf deinem Kanal noch gar nicht Little Big Adventure. Und das ist so auch richtig. Auf meinem Kanal Superfacts, auf dem ihr das Video hier sehen werdet, hoffe ich mal, wenn ich jetzt alles richtig hinbekomme und nicht wieder irgendwelche blöden Fehler habe, dann wird es auch das erste Mal sein, dass Little Big Adventure auf diesem Kanal zu sehen ist. Aber ich hatte vorher ja einen anderen Kanal namens Silvers. Und auf diesem Kanal habe ich mit einem Little Big Adventure Let's Play angefangen. Das war mein erstes und einziges Let's Play da. Ich habe es auch nicht fertig gemacht. Ich bin irgendwann, keine Ahnung, ich habe nur sporadisch hochgeladen und habe irgendwann aufgehört und gar nichts mehr gemacht. Aber da ich jetzt hier wieder angefangen habe und es diesmal auch läuft, ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Spiele fertig, Kirby's Dream Land und Cave Story, und habe mittlerweile ja auch Shantae am Laufen, weil ich neben Little Big Adventure noch etwas blind spielen wollte. Und Little Big Adventure auch ein ziemlich langes Projekt sein wird, deswegen ich wollte halt nicht dann, was weiß ich, 3 Monate an Little Big Adventure hängen und nichts anderes machen können, deswegen lasse ich Shantae nebenbei laufen. Und ja, ich denke, jetzt ist die Zeit reif, dass ich Little Big Adventure wieder anfange. Ein sehr tolles Spiel. Und ich sage einfach mal, ich fange an. Ich muss nur eben kurz, weil ich hatte nämlich, genau, Superfax muss ich löschen. Ich habe nämlich schon mal hier angefangen, dieses Let's Play für diesen Kanal. Habe eine Stunde aufgenommen, bin bis zur Hauptinsel gekommen. Nur leider hat mir Camtasia dann schwarze Streifen ins Bild reingehauen. Und also ich habe gestern die Aufnahme gemacht und ich hatte dann keine Lust mehr, weil eine Stunde aufgenommen für die Katz, weil konnte ich nicht hochladen. Es war, also hätte ich schon hochladen können, aber das sah einfach nicht gut aus. Und ja, heute habe ich es dann hinbekommen, diese die schwarzen Streifen zu entfernen, indem ich ein bisschen in den Registry-Einträgen von Camp Studio... Nee, Camtasia nämlich. Moment, ich habe doch... Ich verwechsel gerade die Namen. Ja, ich habe, glaube ich, Camtasia. Ja, ich habe Camtasia. Ich musste in den Registry-Einträgen von Camtasia ein bisschen editieren, rumändern, einen Wert von 1 auf 0 setzen, und jetzt funktioniert es glücklicherweise. Und ich hoffe mal, ich habe mir damit nicht irgendwelche anderen versteckten Fehler reingehauen, weil mit Registry-Einträgen bin ich eigentlich immer recht vorsichtig, weil ich nicht wirklich Ahnung davon habe. Aber mal gucken. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Und ich sage mal, ich lege mir einen neuen Speicherstand ein, weil ich das jetzt alles nochmal machen muss, aber das ist mir egal. Little Big Adventure ist ein tolles Spiel, ich spiele das gerne. Und dann bin ich jetzt auch schon still, denn es kommt ein Prolog, der so ein bisschen die Hintergrundgeschichte des Spiels beleuchtet. Also, wir hören uns gleich wieder. Twin Sun, am Rande einer kaum besuchten Galaxie gelegen, ist ein junger Planetoid. Dieser Planetoid, der sich in einer langsamen Rotation um sich selbst dreht, ist eine zwischen zwei Sonnen gelegene Welt. Am Äquator hat sich eine hohe Bergkette gebildet, die den Planetoiden in zwei Halbkugeln aufteilt, jede von einer Sonne erhellt. Die Nordhalbkugel ist wärmer und der Himmel hat dort eine orange Farbe. Aber außer des Gletschergürtels ist das Klima des Gestirns mild. Die Entstehung von Leben an der Oberfläche wurde somit gefördert. Binnen einiger Jahrhunderte haben sich 4 Hauptarten entwickelt. Die Pummel, die Hasis, die Quetsche und die Dikos. Bis vor kurzem lebten sie noch in Harmonie, bis ein Tyrann auftauchte. Dr. Funfrock. Seit seiner Machtübernahme lebt die Bevölkerung unter einer Diktatur. Der Tyrann hat einen Polizeistaat geschaffen, wo Misstrauen herrscht. Er ist allmächtig und führt das Volk mit eiserner Hand, und dies dank zweier Techniken, das Klonen und das Beamen. Anhand eines Modells jeder Art dupliziert er unendlich viele billige und ergebene Soldaten. Er kann sie dann augenblicklich versetzen, dank eines Netzes von Beamzellen, das den gesamten Planetoiden deckt. Vor ein paar Jahren hat Dr. Funfrock, das Wohl der Bevölkerung zum Vorwand nehmend, alle Bewohner auf die Südhalbkugel geschickt. Es wird hart durchgegriffen. Es vergeht kein Tag ohne Verhaftungen, und selten sind die Widerstandskämpfer,
die noch an Freiheit glauben. Um weiter Hoffnung zu schöpfen, erwähnen sie manchmal eine alte Legende und den Namen einer Göttin, Sendel. Diese beiden Glauben sind von Dr. Funfrock verboten worden. Während dieser Zeit träumt ein junger Quetsch namens Twinsen von seltsamen Dingen. Ja, und wie es der Zufall so will, spielen wir eben jenen Twinsen, einen jungen Quetsch, den wir auch gleich sehen werden. Wir haben ihn schon am Anfang gesehen, wie er durch das Little Big Adventure Logo geflogen ist auf seinem Dinofly. Und das hier ist jetzt ein Traum, auch von Twinsen. Und hier sehen wir die Hamalayi-Bergkette, die sich über den Äquator erstreckt. Weil, wie wir ja gerade erfahren haben, ist das Klima genau andersrum wie auf der Erde. In der Mitte ist es kalt und an den Polen ist es warm, dank zweier Sonnen. Und ja, hier fliegen wir gerade halt. Und ich warte noch, genau, da ist er. Ich wollte da sagen, dass ich darauf warte, dass er ins Bild kommt. Und hier haben wir Twinsen, den Mann in der blauen Tunika. Und Dinofly ist dieser Drache, auf dem er reitet. Und ja, Quetsche sind halt eine Rasse im Spiel. Wie man hier gut sehen kann, sind menschenähnlich und haben einen Pferdeschwanz. Das macht einfach einen Quetsch aus. So sehen die aus. Und die anderen drei Rassen, die zeige ich euch dann nachher noch. Und wir genießen jetzt nochmal hier dieses schöne Cutscene, in der Twinsens Traum gezeigt wird. Er sitzt auf dem Hamalayi-Berg oder auf einem der Berge in der Hamalayi-Gebirgskette, sieht zum Brunnen von Sendel, so heißt zumindest die Insel, auf der Nordhalbkugel, also der nördliche Pol, und Twinson implodiert und wird zerstört. Tja, aber Gott sei Dank war das alles nur ein Traum. Na, aber die Realität sieht auch nicht viel besser aus. Wir sitzen hier in unserer schönen kleinen Gefängniszelle in einer schicken Gefangenenuniform, die in schön gelb-grün gehalten ist. Und wir kommen hier nicht raus. Also ich kann hier an die Wände laufen. Es gibt keine Treppe, es gibt keinen Ausgang. Toll, ne? So, aber hier haben wir einfach das Verhaltensmenü. Das ist halt ein Punkt, den es in Little Big Adventure gibt. Wir haben vier verschiedene Verhaltensweisen. Einmal normal, damit können wir rumlaufen, mit Leuten reden, Sachen untersuchen. Halt normale Sachen. Dann haben wir den sportlichen Modus, damit können wir rennen und springen, was dann halt für einige Passagen auch sehr wichtig ist. Und weil wir uns jetzt hier so in dieser Zelle gebären, nicht normal verhalten, was natürlich kein Gefängniswärter gerne sieht. Naja, wird jetzt ein Typ hier reingeschickt und da wechsle ich doch gleich mal den aggressiven Modus, denn der Typ hier will uns mit seinem Schlägel eins überbraten und mit dem aggressiven Modus können wir ihn besiegen und ja uns sein Geld schnappen, was ich sehr gerne sehe, danke. Und wir können auf seine Plattform steigen, um aus dieser blöden Gefängniszelle zu entkommen, denn was sollen wir hier? Ich meine, wenn wir das Spiel in einer Gefängniszelle verbringen können würden, wäre das, glaube ich, ziemlich langweilig. Deswegen brechen wir aus. Ja, genau. Und der ist natürlich so blöd und versucht erstmal uns eins überzubraten, anstatt auf den Alarmknopf zu drücken. Denn er hätte uns einmal getroffen und dann wäre er hier hingelaufen, hätte auf den Knopf gedrückt, auf diesen schönen roten, runden Knopf da. Und dann wäre aus dieser Beamzelle ein Super-Dicko-Klon gekommen. Und was Super-Dickos sind, das werde ich euch gleich noch erzählen. Wir werden nämlich gleich einen sehen, der uns Gott sei Dank nichts anhaben kann. Und ja, ich rede erstmal hier mit dem, ja, es sind eigentlich Wärter, aber ich sage mal Pfleger, das klingt besser. Hallo, Sie werden hier gefangen gehalten, weil Sie ein Aufbiegler sind. Wir haben von einem Informanten erfahren, dass Sie behaupten, Prophezeiungen geträumt zu haben. Beruhigen Sie sich, wir werden Sie pflegen. Ich mag es nicht, seziert zu werden, deswegen musst du mir deinen Schlüssel geben. Dankeschön. Ja, das, hier haben wir noch, genau, in dem Menü haben wir dann noch, also erstmal den unauffälligen Modus, damit können wir halt uns unauffällig fortbewegen, toll, und uns klein machen. So, dauert ein bisschen. Aber, naja, der ist jetzt schon für einige Passagen wichtig, weil man sonst nicht weiterkommt, aber im Grunde brauchen wir den jetzt noch nicht. Gleich, wenn wir rauskommen, brauchen wir den zum Beispiel. Oder ich könnte den sportlichen Modus benutzen, aber das ist eigentlich egal. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, hier unten haben wir noch Lebensenergie. Das ist der rote Balken mit dem Herz daneben. Ja, ist logisch. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir Lebensenergie. Wenn wir keine Lebensenergie mehr haben, verlieren wir ein Leben. Und die Leben werden durch Kleeblätter symbolisiert. Und diese Kleeblätter sieht man da unten unter dem Lebensenergiebalken. Und wir haben momentan zwei Kleeblätter in zwei Kleeblattkästchen. Ja, und wir können mehr Kleeblätter nicht sammeln, weil wir eben nur die zwei Kästchen haben. Wir können die Kleeblätter auch so benutzen, hier, indem wir das im Inventar benutzen. Dann kriegen wir zwar kein neues Leben, dafür wird aber die Lebensenergie komplett aufgefüllt.
Das Klemmbrett verlieren wir dann natürlich. Aber das ist in einigen Szenen ja sehr nützlich wegen dem eigenwilligen Spe wegen der ein wegen der eigenwilligen Speicherfunktion von Little Big Adventure. So, jetzt habe ich es sagen können. Denn dieses Spiel kann ich nicht einfach speichern, indem ich auf den Menüpunkt gehe und sage, ja, hier, ich möchte jetzt mal speichern. Sondern das Spiel speichert automatisch. Also es ist 1994 erschienen, hat schon Autosave. Das ist ja nicht schlecht. Ist vor seiner Zeit. Aber dieser Autosave wird halt immer nur an bestimmten Stellen gesetzt. Und dann, wenn ich zum Beispiel an die letzte Insel denke, kurz vor dem Ende, gibt es am Anfang der Insel einen Speicherpunkt. Und ich muss die komplette Insel durchmachen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, ohne mich treffen zu lassen. Und werde mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kleeblatt benutzen müssen. Da ist das sehr, sehr nützlich. Aber bis ich dahin komme, würden noch einige Parts und Tage und Wochen, sogar Monate höchstwahrscheinlich ins Land ziehen. Und ja, dann werde ich euch das zeigen können. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein und guck mal, was hier im Schrank drin ist. Hast du eben deinen Personalausweis wiedergefunden? Yay, das ist somit das nutzloseste Item im gesamten Spiel. Also jedes Item kann man irgendwie benutzen, aber das hier, bäh, ich wüsste, mir fällt jetzt kein Punkt ein, an dem ich den benutzen kann. Also schon einer, aber wenn ich den dann benutze, werde ich angegriffen. Das heißt, das bringt mir nichts. Hast du eben Wie deinen auch immer, Totem egal. wiedergefunden? Benutze ihn mittels des Inventars, Shift-Taste oder direkt durch die Taste H. Ja, also die Holomap, die ist schon. Da sehen wir jetzt übrigens, da oben links ist die Holomap, die leuchtet auf oder wird angezeigt. Das bedeutet, dass uns ein neues Ziel auf der Holomap angezeigt wird. Deswegen öffne ich die mal. Und hier haben wir ein Bild von Twinsern, dem Planeten. Und ich kann jetzt zu den einzelnen Zielen springen. Also einmal hier bin ich auf der Zitadelleninsel. Und dann unser Ziel ist Twinsons Haus, ebenfalls auf der Zitadelleninsel. Und ich kann leider die Karte nicht irgendwie frei bewegen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Moment, ich glaube, es gibt. Wenn ich Alt gedrückt halte, Moment, das muss ich ausprobieren. Nein, Steuerung. Ah, wenn ich Steuerung gedrückt halte, genau. Gut, dann kann ich es doch drehen. Da kann man einmal gucken, hier, da ist der Äquatorgürtel mit dem schönen Hamalayi Mountains. Dann haben wir hier die Nordhalbkugel. Da werden wir erst in der zweiten Hälfte des Spiels hinkommen. Und genau, das heißt der Brunnen von Sendel, das in der Mitte, wo dann der Strahl aus Twinsons Traum zur Sonne hochgegangen ist. Und hier haben wir die Südhalbkugel, auf der wird sich halt jetzt in der ersten Hälfte des Spiels viel abspielen. Da müssen wir aber in der zweiten Hälfte des Spiels auch noch ab und zu mal hin. Und ja, ich sag mal, also wir werden auf jeden Fall auf jede einzelne Insel hier einmal drauf kommen. Und ja, ich sag einfach mal, ich spiele jetzt richtig weiter. Moment, wie komme ich jetzt hier raus? Ach so, gut. Und guck mal. Was hängt denn hier drüber? Können wir nicht untersuchen. Gehen wir mal dahinter. Hinter diesen Wandtrenner. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Und, oho, wir haben unsere Gefangenenuniform abgelegt und uns dafür ein Pflegeroutfit besorgt. Und damit können wir leichter entkommen. Hoffentlich. Denn, Moment, Herzen, da sind nur Herzen drin, die brauche ich nicht. Das ist zum Beispiel hier, ich kann die Dinger untersuchen. Und da müssen nicht unbedingt Items wie mein Personalausweis oder die Holomap drin sein. Die werden da im seltensten Fall drin sein. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt aus irgendwelchen Containern noch so Gegenstände bekommt. Ich weiß es nicht, ich will mich da nicht festlegen. Hallo Und Kollege. ja, wie man sehen kann, die Uniform wirkt. Er hält uns für seinen Kollegen. Hallo? Hi, geht's dir? Willst du einen Kaffee mit uns trinken? Nicht? Na gut. Den Schrank da oben könnte ich auch untersuchen, wo das Poster dran hängt, das irgendwie aussieht, als wäre Prinzessin Peach drauf. Sehr seltsam. Ich bezweifle eigentlich, dass das Prinzessin Peach sein soll, aber was soll's. Und ja, da wären nur Herzen drin gewesen wieder. Und die brauche ich ja momentan nicht, weil ich volle Lebensenergie habe.